Was für eine enttäuschende, ja eigentlich nicht vorstellbare Niederlage für die Berlin Rebels gegen die Gäste aus Schleswig-Holstein, gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Noch vor einer Woche gab es eine Gala hier in Berlin-Charlottenburg gegen die favorisierten Dresdner und nun, eine Woche später, eine pure Niedergeschlagenheit nach Ende des Spiels. Auch die Rebellen selbst sicht- und hörbar angeschlagen. Wir haben sie dominiert. Ich meine, es ist einfach auch ein Mindset, dass man halt immer glaubt, mit einem Sieg rauszugehen. Und ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Wir alle hatten ein gutes Gefühl nach der ersten Halbzeit. Ja, umso härter ist es halt, dann mit einer Niederlage am Ende rauszukommen. Ich bin niedergeschlagen. Ich bin traurig, dass wir die klare Führung aus der Hand gegeben haben. Hätte nicht passieren dürfen. Ich bin sehr enttäuscht. Für die Tabellenfünften aus Schleswig-Holstein hieß es Do or Die, wobei es im Berliner Mommsenstadion in der ersten Halbzeit eher nach dem schnellen Football-Tod nach Die aussah. Die Rebels waren heiß, hochmotiviert durch den Sieg gegen Dresden mit ordentlich Rückenwind. Schon nach 3 Minuten mit dem ersten Touchdown vom Running Back Sean Richard. Und natürlich, klar, der Spitzenkicker Philipp Fries Andersen machte den Zusatzpunkt, den Point after Touchdown. Nach einem Touchdown auf der anderen Seite, auf der Seite der Hurricanes, ging es dann vielversprechend weiter für die Rebellen mit Touchdown von Hayden Daniels. Und natürlich auch diesmal wieder, na klar, der Spitzenkicker der Rebels, Philipp Fries Andersen, mit dem Zusatzpunkt. Auch nach dem nächsten Touchdown von Jason Harris und dem Zusatzpunkt von Philipp Fries Andersen dachte man sich, die erste Halbzeit mit 21:6, der Stand, hätte nicht besser für die Rebels laufen können. Beim Hinspiel in Kiel gewannen die Rebellen gegen die Hurricanes mit 17:6. Damals nicht nur eine klasse Offense, sondern auch ganz stark die Defense der Berliner. Ja, damals war es so, diesmal sah es gut aus in der ersten Halbzeit, aber es war ja nur die erste Halbzeit. Ich glaube schon, dass wir einfach zu sicher aus der Hälfte rausgekommen sind. Dass Kiel natürlich abgesteppt ist, ihren Job gemacht haben. Die haben die Kleinigkeiten gemacht, die wir versäumt haben. In der zweiten Halbzeit war Kiel einfach das bessere Team. Das Schöne am Sport ist ja, dass es auch mal was Überraschendes gibt. In diesem Falle schlecht für die Berlin Rebels, denn in der zweiten Halbzeit kam die unerwartete Wende. Die Kieler ließen sich nämlich trotz allem nicht entmutigen und setzten sogar noch einen drauf. Die Hurricanes waren schlecht in die Saison gestartet. Mit bereits 4 Niederlagen mussten die Kieler sich nun ranhalten, damit die Hoffnungen auf die Playoffs auch erhalten bleiben. Und so geschah es dann. Die Männer aus Schleswig-Holstein holten sich ihre Punkte mit 3x Touchdown, 2 Zusatzpunkten und einer 2-Point-Conversion. Der halfterstarke Field Goal von Andersen von 51 Yards leider nicht mehr und die Kiel Baltic Hurricanes verließen Berlin mit einem völlig überraschenden Sieg nach einer so schwachen ersten Halbzeit und der starken Wende dann aber doch mit 28:24 gewinnen die Kiel Baltic Hurricanes bei den Berlin Rebels. Wir haben einfach überall nicht mehr das gebracht, was wir können. Wir haben in der Offense 3 Punkte gescored, wir haben in der Defense haben wir überhaupt nichts mehr gehalten. Die sind einfach das Feld runtermarschiert gegen uns. Wir müssen als Team einfach besser werden. Schade, dennoch Kopf hoch und rein in die Trikots. Am 17. Juni in einer Woche warten auf die Rebels die Braunschweig New Yorker Lions mit hoffentlich einem weiteren Sieg für die Rebellen.